So, als nächstes werfen wir noch einen Blick auf Deutschland. Unser Redakteur Hans hat sich schlau gemacht und Juliane führt jetzt gleich ein kleines Interview mit ihm. Ja, herzlich willkommen, Hans, im Radio Dreieckland-Studio. Guten Tag. Du hast dich ja in der Vorbereitung auf die Sendung mit dem Thema LGBT in Deutschland auseinandergesetzt. Genau, ja. Das ist ja jetzt generell so, dass Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern, was LGBT-Rechte angeht, recht gut dasteht, würde ich jetzt mal so sagen. Kannst du mir dann ein Beispiel für einen problematischen Umgang mit LGBT in Deutschland nennen? Ein Problem, zu dem Amnesty besonders gerade viel arbeitet, ist Hate Crimes. Hate Crimes ist ein Problem, das nicht nur LGBT betrifft, sondern auch ethnische Minderheiten, also dass rassistisch motivierte Gewalt gibt und gegen Schwule und Lesben. Da gibt es im Strafrecht gar keine gesetzliche Definition. Wenn der Richter das Recht spricht, muss er die Gesinnung, die aus der Tat spricht, berücksichtigen. Aber sonst hat er da vom Gesetz her überhaupt gar keine Grundlage, von der er urteilen kann. Er kann natürlich eine hohe Strafe verhängen, aber es wird nicht konkreter. Und wir sind der Meinung, dass dadurch die Schwere des Eingriffs nicht genug gewürdigt werden kann. Das drückt sich zum Beispiel auch in der polizeilichen Kriminalstatistik aus. Da gibt es zwar Hassverbrechen als solche, das ist aber eine Definition, die von der Polizei kommt und die nicht gesetzlich bestimmt ist. Okay, ja. Momentan steht ja vor allem der Umgang mit intersexuellen und Transgender-Menschen so im gesellschaftlichen Diskurs im Fokus. Was kannst du mir denn dazu erzählen? Ja, erstmal zu den Intersexuellen. Da ist die Situation in Deutschland die, dass intersexuelle Kinder häufig nach der Geburt gleich operiert werden und einem Geschlecht zugeordnet werden können, das gerade am nächsten passt. Und da wird dann manchmal die Keimdrüse herausoperiert. Andererseits gibt es dann auch mal schönheitschirurgische Eingriffe an Geschlechtsorganen, die medizinisch überhaupt nicht notwendig sind. Ja. Es geht nur darum, einem anderen Geschlecht zugeordnet zu werden. Das geschieht nicht immer mit Zustimmung der Eltern und das ist vor allem nicht medizinisch notwendig in der Regel. Mhm. Die Folge ist aber häufig, dass die Patienten dann lebenslang behandelt werden müssen. Okay. Und wie sieht es jetzt bei Transgender-Menschen aus? Ja, da gibt es seit 1980 ja die Möglichkeit, dass die ihren Namen und ihr Geschlecht amtlich ändern lassen können. Und die amtliche Änderung des Geschlechts war immer sehr kompliziert und ist das immer noch. Die Anforderungen sind hoch und sie sind vor allem nicht transparent. Man muss sich 3 Jahre lang einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Dann müssen 2 Gutachten eingeholt werden von Spezialisten und das muss von einem Gericht bestätigt werden. In dem Gutachten geht es darum, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Transperson ihre geschlechtliche Zugehörigkeit in der Zukunft ändern wird. Mhm. Früher war es auch notwendig, dass die Personen unverheiratet sein mussten zum Zeitpunkt der Änderung, dass sie ihre geschlechtsangleichende Operation, die musste schon geschehen sein. Und sie müssten unfruchtbar sein. Diese 3 Konditionen sind aber 2011 vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Das Problem ist aber vor allem noch diese Gutachten. Es ist nämlich total intransparent, nach welchen Kriterien die Gutachter da arbeiten sollen. Aha. Es werden teilweise körperliche Untersuchungen durchgeführt. Es werden Fragen nach dem Sexualleben und nach der Kindheit gefragt. Und das ist medizinisch auch wieder wie bei Intersexuellen nicht notwendig. Und die sexuelle Selbstbestimmung für Transgender ist unserer Meinung nach nur dann verwirklicht, wenn eine amtliche Änderung ohne Untersuchung durch Dritte möglich ist. Okay. Und wie würdest du jetzt die Situation von LGBT in Deutschland zusammenfassen? Ja, also insgesamt, besonders wenn wir nach Russland schauen, dann in die Ukraine, ist die Situation in Deutschland natürlich viel, viel besser. Aber trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Okay, dann vielen Dank für das Interview, Hans.